gerade mal die verteilen, dann kann er durchgehend noch laufen. So, Elektrolyzer, das läuft unten durch. Jetzt habe ich hier noch Leberfisch. Aha. Keine Ahnung, was ich damit soll. So. Also ja, wir wollten ja unten ein bisschen weiter abreißen. Aber die können wir mal noch reinschmeißen. Was wir haben, haben wir. Ups. Ja. Könnte sogar schon lang, ne? Wir werden sehen. Tränke laufen noch, Elektrolyzer laufen noch, dann haben wir die obere Anlage, wie gesagt, stehen. Und wir robben hier mal noch ein bisschen weiter ab. So, abgerissen, fertig. Nein. So, da haben wir jetzt überall noch so Reste drin und der Slack, ja, das ist jetzt. Kiste lassen wir erstmal noch stehen. Ich habe jetzt nämlich keine Lust hier mehrere tausend Slack durch die Weltgeschichte zu schleppen. Zumal was aktuell nirgendwo sinnvoll unterbringen könnten. Da sind noch tausende Pallets drin. Einfach die Anlagen liefen halt nie auf Volldampf. Wenn sie jetzt auch nicht mit der neuen, das heißt mit der neuen Produktionslinie dann nicht, aber sie werden auf jeden Fall länger laufen. Ah, hat sogar gereicht. Perfekt. Ach, voll Mist. Klären wir mal hier kurz ein paar Pipes ab. So. Zacki, zacki, zacki. So. Greifer, Kiste, Kiste. So. Die Greifer können wir mal alle zwischenrein klauen. Brauchen wir eh immer wieder. So, okay. Und dann gucken wir mal. Wie sieht's aus, Stromnetz? Ja, die Solarpanels haben zu arbeiten, aber die ziehen wir von unten auch noch hoch. So, ich sehe schon, was ich sehen wollte. Ja, Ast rein. Das Band ist immer leer. So hoch wollte ich das Ganze haben. So, dann können wir nämlich die wegmachen und das Ganze jetzt wieder richtig hinsetzen. Zack, so wie es aussehen soll. Dip, dip, dip. Und Kiste, so. Ups. Ach, das Inventar ist voll. Mann, das ist doch. Dann nehmen wir mal kurz so in die Hand. Zack, so. Ach, ich kann das eine Stück Sand nicht aufheben. Das kannst du mir gleich erzählen. Crush soll man auch nicht aufheben. Mal was loswerden. Was sind wir losgeworden? Achso, die Forschungspakete, ja, okay. Ich will ja gerade mal sauber machen. So, guck mal, der letzte Arm hat noch nicht mal die ganze Zeit was zu tun. So wollte ich das haben. Astrein. Die können die ganze Zeit rausziehen. Und hier können jetzt die Anlage mal nach und nach wieder frei werden. Ja. Wunderbar. So sollte das sein. Sehr schön. So, dann noch eine. Na, war klar. Für irgendwas haben wir nie Platz. Ja gut, die Elektrolyzer, die verbauen wir ja gleich wieder. Dann haben wir da wieder ein bisschen was frei. Achso, warum haben wir das eigentlich schon im Inventar? Ob doch. Ach so, weil. Ja. Okay. Ja, wir lassen mal kurz noch die Elektrolyzer setzen, dann haben wir wieder Platz im Inventar. So, bop, bop. Und da vorne die letzten vier. Und dann haben wir sie alle. So, das hängt am Netz wunderbar. Also, Strom zumindest. Wasser und Gas ja noch nicht. Aber das haben wir schon mal dran. So. Dann machen wir hier jetzt mal eine Krabbelkiste hin. Wirklich mitten rein, dass man es auch ja nicht übersieht. Und da laden wir jetzt mal ein bisschen Krempel ab. Denn wir haben jetzt gerade so viel Zeug dabei, dass ich hier langsam ein bisschen wahnsinnig werde. Das können wir dann nachher gleich wieder in die Anlage reinschmeißen. Dann haben wir schon wieder ein bisschen weniger
Müll dabei. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Windräder können weg, das kann weg, das. Ah, dann haben wir schon wieder ein bisschen mehr Platz auf Tasche hier. Stonepipes, ja, die werden wir auch noch verbauen. Ja. Gut, okay, dann war's erstmal für diese Runde. Wir haben jetzt schon mal einen Großteil der Anlage umgezogen von der Erzverarbeitung. Den Rest müssen wir noch aufbauen. Das werden wir aber peu à peu machen. Achso, ich kann mal, während ich jetzt gerade ein Päuschen mache, mir noch was zu trinken holen. Und auch wieder welches loswerden. Können wir hier gerade schon mal. Das ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig spannend, aber dann kann man den Rest vom Bus schon mal bauen, was wir bisher haben. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen bisher und bis zur nächsten Runde. So. Willkommen zurück, meine Lieben, bei Factorio. Jetzt läuft die Aufnahme wirklich. Da hat eben schon einer angefangen. Irgendwann dann zum Glück nach ein paar Minuten mal rüber geguckt, auf seinen zweiten Monitor gesehen. Da nimmt nichts auf. Zum Glück noch nicht viel passiert. Die Leitungen oben haben wir fertig gebaut. Ich habe noch ein paar gecraftet einfach und habe hier das Wasser umgezogen, damit es innerhalb vom Bus ist, auch so wie es angedacht war. Ja, hier neu verkabelt und mehr ist noch nicht passiert. Ich habe, wie gesagt, zum Glück da nochmal kurz rüber geguckt und gesehen, dass da. Ja. So. Die Anlage ist zwischendrin leer gelaufen, weil das Wasser ja mal abgeklemmt hatte, aber ja hier fleißig alles zerschreddert wird. Und jetzt haben wir den Stand erreicht, das Band läuft nie komplett voll. Es ist gut gefüllt, aber es läuft nie komplett voll. Und die Montagemaschine ist immer noch nicht ganz ausgelastet. Aber allein durch die erhöhte Kapazität jetzt von den Armen. Ja, läuft das Ding durch. Wir haben schon wieder zwei Kalle im Krieg zusammen. Sehr schön. So, wir machen weiter. Genau, das hatten wir abgeschlossen. Da geht's weiter. Könnt ihr eigentlich verschieben? Nee, ne? Schade. So, also die Electrolyzer stehen alles. Alles dran bis auf Wasser. Das machen wir aber ganz zum Schluss dran. Wir brauchen den Crusher. wir brauchen, wobei ist die schneller? Oh ja, eine Idee schneller sogar. Okay. Achso, ich wollte ja aber den Liquify haben, weil der größer ist von der Grundfläche. Genau, da kann man nicht mehr dran stellen. Also. 4-Ohr-Crusher. So. Selber Setup wie hier unten. Das können wir nämlich 1 zu 1 übernehmen. Funktioniert ja ganz gut hier. Genau, auch mit den Bändern, die zusammenlaufen. So, bupp. Rezept ist auch das gleiche, das passt. So. Das Ganze kommt in einen Liquidifier zusammen mit Wasser. Da. Ach, das war der kleine. Mineralized Water. Ach, stimmt. Der macht aus Mineralized Water die Kristalle. Richtig. Das heißt, dann brauchen wir auch ein Setup hier unten, dass genügend Greifer außen rum sind. Aber das ziehen wir nach rechts rüber. Dann können wir nämlich nach oben, meine ich. Habe ich schon gesagt, wenn wir den ganzen Anlagen upgraden, alles drum und dran, dann können wir es einfach erweitern, wie wir es brauchen. Das heißt, Liquifier. Der macht hier Liquid. Genau, Mineralized Water. Das kommt dann erst wieder rüber in den Bus und vom Bus dann in die Produktionsanlage. Wobei ich nicht wirklich glaube, dass da was übrig bleiben wird hiervon, aber okay. Dann können wir das so machen.
Wasser können wir hier von der Seite ranhängen. Ja, das kriegen wir hin. Ich gerade gucken, hier ist Abgang. Das heißt, der muss so hin, aber hier können wir Kupfer nehmen. Und nachher noch Plastik und im Unterfund haben wir nämlich noch genügend da. So, dann ist hier Wasser. Probieren wir einmal dich. Hier ist er halt im warte, der ist verkehrt rum, das sollte schon gleichmäßig sein. So, jetzt stimmt er. Dann müssen wir die auch nochmal kurz umsetzen. Okay, also immer links vom Mast. Also. Da. Ja gut, hier ist ja klar wegen dem Anschluss. Okay, dann kopieren wir das hier einmal. Zack. Links vom Mast. Da. Und optisch. So. Und dann brauchen wir hier das Set per Setup wie hier. Zack. Ja, passt genau. Bums. Damit wir hier Wasser rüberziehen können, dann reicht das? Ja, okay. Gut, wie gesagt, Wasser schließen wir dann erst an, wenn die ganze Anlage steht, sonst saufen uns wieder alle Bänder ab. Das wollen wir diesmal vermeiden. So, wupptisch. Und da drüben noch. So. Yep. Genau, Wasser kommt ja nur aus der Richtung von unten und das kann laufen, 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 laufen. Wenn wir jemanden mehr brauchen, hängen wir einfach noch Pumpen zwischen rein. Das können wir ja frei variieren. Okay, dann haben wir den da. Jetzt passt das mit der Lampe nicht. Aber die können wir einmal umstellen. So. Mineralized Water. So, hier brauchen wir auch wieder das. Mist, mehr kriege ich nicht hin. Den können wir so noch umstellen, dann können wir das so noch verlängern. Okay. Vier Greifer, das ist halt echt nicht viel. Blöd mit zwei ein ausgehen, das ist schwierig, aber okay. So, dann hängen wir mal Mineralized Water in den Bus. Zack. Und zwar. Ja, jetzt haben wir da hinten Wasser angefangen, dann können wir das thematisch so ein bisschen zusammenschmeißen. So. Zack. So, hier kommt dann Mineralized Water an. Zack. Genau. Dann da. So, dann hätten wir das und dann brauchen wir nochmal wieder so ein Tank-Setup. Optisch für Mineralized Water. Ne, müssen wir so machen.
Elektroeinheiten. Okay, können wir da gerade mal zwei, drei basteln? Da. Rohre und Zahnräder. Okay, dann mach mal hier, mach mal da. So.